Ja, hallihallo, hallo, willkommen zurück zu Let's Play Bioshock 1 und ja, herzlichen Dank, dass ihr mit eingeschaltet habt und jetzt sind wir schon angelangt bei Folge Nummer 15 und wir wollten mal gucken, wir hatten uns schon ausgerüstet, richtig, okay, auf jeden Fall, 18 Item haben wir noch und werden uns jetzt auf den Weg begeben zu der hessischen Tante, die die komische Blume haben wollte, weil die haben wir uns ja schon geholt. So, erstmal noch hier Ausrüstungsüberprüfung hier. Panzerbrechen, da haben wir sowieso nie. Nehmen wir normale Moon. Und Schrotflinte, da haben wir ionischer Schrot, da können wir aber auch von den normalen. Wir bräuchten von den normalen Schrot auf jeden Fall noch was. Kontaktmine, da können wir mal nachladen. Fünfe und hier Splittergranate können wir nachladen. Und das war's ja schon. Fotos müssen wir auf jeden Fall noch machen, Freunde. Fotos müssen wir auf jeden Fall noch machen. 5 Medikits, 2 Eve-Spritzen noch. Okay, gut. Dann los geht's. Dum, 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 dum. Die Mucke ist so herrlich von den Automaten. Hier auf dem Vergnügungspark, das fetzt. So, müssen wir jetzt hier lang? Hier rein. Hallo. Unsere Maschine haben wir immer noch. Hier oben war. Hier oben liegt noch was. Das holen wir uns noch. Ja, ein Autohacker, Freunde. Kann man gut gebrauchen. Jetzt kommt einer, Achtung. An die Person, Achtung. Und die Kamera bereithalten. Zack, Alter! Ah, immer nur so wenig. Lethead-Splicer brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar. Ja. Deine Mutter. So, Dollars. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Wie lange die noch labern, wenn die tot sind, Alter? Alter, wie sieht der aus? Guckt euch den mal an, ey. Ekelhaft, Alter. So, hier drüben. So. Hast du die Rosa Gallica? Na also, auf was wartest du? Auf eine Einladung mit Schönschrift? Schick sie mit der Rohrpost rüber. Aha. Ja, sehr gut. Perfekt. Komm hoch in dein Büro. Ich lass dich jetzt rein. Ich glaube, ich habe genau das, was wir brauchen, um dem Wald wieder neues, grünes Leben einzuhauchen. Okay, wir haben Hacking-Experte gefunden. Und zwar Hacking-Experte ist das originale Hexmord-Gen-Tunikum, das den Alarm abschaltet und dabei hilft, Kurzschlüsse zu vermeiden. Dieses Plasmid aus der Hexmord-Reihe ist ein absolutes Muss für jeden. Eine Alarmplatte und eine Überlastungsplatte weniger beim Hacken. In Genbank erstmal. Wir bräuchten auf jeden Fall, Freunde, bräuchten wir wieder erstmal ein Tonband für euch. Gibt's an diesem verdammten Ort denn nichts, was diese Ungläubigen nicht stehlen? Papierhandtücher, Tintenfässer, Zaubernüsse, Chlorophylllösung, sogar meine alten Ausgaben von National Geographic. So, wir haben jetzt 3 Minuten Zeit, hier erstmal alles in Ruhe zu untersuchen. Das werden wir auf jeden Fall machen, weil können hier noch nützlicher Stuff rumliegen und außerdem haben wir hier auf jeden Fall noch ein Tonband für euch. Wer sagt, dass man einem alten Hund keine neuen Tricks mehr beibringen kann? Eine gewisse bescheuerte Pflanzenforscherin braucht 4 Jahre, bis sie den Trick raus hat, die Bäume im Pazifikraum zu entlauben, um die Japsen zu verjagen. Und jetzt sitze ich hier auf dem Grund des Atlantiks und versuche rauszukriegen, wie man den Prozess wieder umkehren kann. Adam. Ist wie schwarzgebrannter Schnaps, multipliziert mit der Atombombe, multipliziert mit Eva und der Schlange. Mal sehen, was es ausrichten kann. Und die scheinen sich auf jeden Fall hier auch ein bisschen Gedanken zu machen um das Adam. Im großen Teil geht es ja wahrscheinlich auch nur um das Adam. Wir nehmen auf jeden Fall einen Autohacker. Dürfte ja wohl klar sein. Und dann gucken wir mal nach, ob wir uns holen können. Gibt's Eve-Spritzen? Jawohl. Da holen wir uns 3. Verbandskästen werden wir bestimmt noch finden. Kontaktmine vielleicht nochmal 3.
Oder vielleicht. Nee, wir brauchen Schrot, ne? Wir nehmen noch immer Schrot mit. Vielleicht können wir uns nachher an irgendeinem Automaten noch Schrot selber machen. You invent. Können wir noch nehmen, wir haben noch zu wenig Stuff, Freunde. Dum 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 dum. Hallo. So, mal sehen, wie es hier aussieht. Hier liegt noch irgendwie Napalm. Kann man noch mitnehmen? Okay. Lass uns mal reingehen. Sehr guten. Hallo. Julie, wir beide hatten doch eine Abmachung, oder etwa nicht? Und es ist bereits Geld geflossen. Lass mich dir aus unserem Vertrag vorlesen. Mr. Ryan. Ich zitiere Abschnitt 3.4. Die Ryan Industries Corporation erhält die Exklusivrechte zur Herstellung, Nutzung und Verwertung des Lazarus-Vektors. Eigentum bedeutet zivilisatorischen Fortschritt, Julie. Ohne die Wahrung des Eigentums fallen wir zurück in die sumpfige Vorzeit. Okay, die hat uns auf jeden Fall noch eine Hilfestellung gegeben, weil die hat uns einen Code. Oh, geht, Alter. Was ist denn das, ey? Jedes Mal, wenn ihr einen Schritt näher zum gegnerischen Tor kommt, schiebt Ryan ein Stück weiter von uns weg. So, wir haben noch ein Tagebuch gefunden. Ich töte seit 25 Jahren Bäume. Seit der Zeit in Berkeley, damals in den 20ern, bis zu der Sache auf Iwo Jima, wo es gegen die Japsen ging. Aber ich habe noch nie einen wieder zum Leben erweckt. Aber jetzt habe ich's geschafft, Becky. Mami ist dabei, ihren ersten verdammten Mutantenbaum zu erschaffen. Ich werde meine Schöpfung den Lazarus-Vektor nennen. Vielleicht erweckt sie ja auch die Karriere. Was hat man davon, dass man ein Genie ist, wenn die Einzigen, die das zu schätzen wissen, ein Haufen genetisch frisierter Idioten sind? Ich habe den Vektor geknackt. Oder zumindest bin ich mir zu 99% sicher, es geschafft zu haben. Ich brauche nur die Blüte einer Rosa Gallica, um meine Untersuchungen zu bestätigen. Dann werde ich hundertprozentig sicher sein. Destilliertes Wasser, ein wenig Chlorophyll und aus Apis mellifera gewonnenes Körperenzym. Was das sein soll? Ha, ganz einfach. Bienenspucke. Bienenspucke! Okay, wir haben jetzt ein mehrteiliges Ziel. Wir müssen jetzt einen Haufen Zeug irgendwie finden, so wie ich das hier... Huch. Ah, das ist Eis. Ionisches Gel. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch ionisches Gel. Gut. Autohacker, bauen wir uns gleich mal ein. Falls er dann noch irgendwo ein Safe ist, den wir auf jeden Fall noch mitnehmen wollen, dass wir da kleinen Autohacker dafür haben. Und erst sinnlos irgendwie rumprobieren müssen, dann vielleicht uns noch irgendwie die Gesundheit ausgeht. Deswegen, weil ihr wisst, wenn man das falsch macht und sowas, kriegt man einen Stromstoß oder sowas. Okay, wir werden das mit einer Antipersonenkugel mal probieren. Weiterhin. Fotos mit... wir werden auf jeden Fall Fotos machen müssen. Weil jetzt, Entschuldigung. Hallo. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon wieder für einen Tagesspleißer. Haben wir schon wieder Forschungsfutter. Huch! Gleich nochmal eins. Jawohl, oh, fast voll. Machen wir gleich noch eins. Jetzt haben wir es aber, oder? Jawohl, Alter, geschafft. Erhöhter Schaden plus plus. Tagesspleißer. Na, haben wir geil. Jedenfalls alles mitnehmen. Dort hinten rennt ein Big Daddy rum. Brauchen wir uns aber, glaube ich, nicht um den zu kümmern, weil wir haben ja, okay, okay. Oh, scheiße. Hier steht auf jeden Fall ein bisschen Automat. Dann werden wir uns jetzt holen. Den hacken wir mal so.
Okay, wir brauchen das. 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 Das hier. Dann das hier. Und dann fertig. Sehr gut. Das Ding arbeitet jetzt für uns. Dann haben wir noch 10 Panzerbrechen. Damit holen wir uns jetzt die Kamera. Oder wollen wir die... Ne, wir hacken die auch. Freunde, wir hacken die auch. Also, wir brauchen das hier. Das. Das und das. 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 Und das. Fertig. So, Kamera gehört uns. Schon mal sehr gut. Da kommt irgendwie ein Wichser, Alter. Ich hab's gewusst. Gern geschehen. Danke für den Besuch. Okay, hier liegen noch Pistolenkugeln. Habe ich vorhin übersehen. Das tut mir natürlich leid. Genbank haben wir noch eine U-Invent Station. Können wir noch nichts machen. Macht nichts. Weiter gesucht und Zeug gesnackt. Hacken. Okay, also wir werden folgendermaßen vorgehen. Wir werden das hier nehmen. Dann werden wir das hier nehmen. Dann auf jeden Fall das. Dann das. Dann. Das. Und. Das. Das. Und das. Fertig. Ja, läuft doch ganz gut. Farmers Market anfangen. Ja, ne, wir sammeln einfach noch ein bisschen Kohle und versuchen erstmal mit der Munition hinzukommen, die wir haben. Und da würde ich jetzt sagen, wir gehen hier hinten rein. Da müssen wir lang. Ich gehe jetzt einfach mal den Pfeil hinterher. Mal sehen, wo der Pfeil uns hinführt. Unsere Automaten leisten wahrscheinlich auch Arbeit, während wir weg sind, weil da eine Kunde, den könnte ich vor uns noch nicht ausnehmen. Wieso lacht er noch gar nicht da? Deswegen, hier ist Tree Farm. Da kommt jemand. Geil, haben wir gleich mal ausgenockt, die Alte. Und das Ding holen wir uns nämlich jetzt. Auf jeden Fall, das kann man gut gebrauchen. Eine gute Hilfestellung. Okay, dann machen wir das so. Wir machen das so. Dann so, dann so. Dann so. So. Und so, fertig. So, das Ding arbeitet jetzt für uns. Schrotflinte. Oh, Leiche mit Stuff. Sehr gut. Nee. Motocross. Los. Hier ist noch ein Tape für euch. Also, ich bin zwar eine Frau der Wissenschaft, aber ich scheue mich nicht, den einen oder anderen Dollar zu verdienen. Ryan hat gesagt,
Wenn ich die Profite in Arcadia erhöhen kann, würde ein Teil der Mehreinnahmen bei mir hängen bleiben. Also dachte ich mir, warum für Sauerstoff bezahlen, wenn wir doch Bäume haben, die Photosynthese betreiben? Mensch, wir können doch die Sauerstoffüberproduktion an den Rest der Stadt verkaufen und die anderen Jungs unterbieten. Ryan wird das sicher gefallen, denn Fontaines Leute sind mit aller Macht ins O2-Geschäft eingestiegen. Na siehste, da haben wir doch schon wieder was erfahren. Auf jeden Fall, dass sie auf jeden Fall Geld machen wollten. Aber für was das überhaupt geplant war, weiß ich auch noch nicht. Und dann werden wir uns auf jeden Fall nicht rollen lassen. Wir werden jetzt uns auch mal nämlich hier Bild durchgucken, was wir hier nämlich noch alles haben. So, hier ist nämlich auf jeden Fall noch ein Automat, den können wir gleich hacken. Nehmen wir einen Auto-Hacker. So. 120, nehmen wir sparen noch ein bisschen, Freunde. Scheiße, Alter, was ist denn jetzt, Alter? Oh! Haha! So. Was nehmen wir, Freunde? Chemowerfer, Reichweite, Munition verbrauchte Chemowerfer. Da würde ich erstmal noch nie nehmen wollen. Was nehmen wir denn? Wir könnten von Granatwerfer die Schadensteigerung nehmen. Das könnten wir machen. Granatwerfer, Schadensteigerung. Weil wir da gegen Big Daddies kämpfen. Wir könnten MG-Schadensteigerung nehmen. Die haben wir aber nicht so oft. Entweder Big Daddies killen oder MG-Schadensteigerung, aber da haben wir auch noch nicht so viel panzerbrechende Munition, also würde ich sagen, Granatwerfer Schadensteigerung. Gut. Denk mal, das wird uns auf jeden Fall beim Big... Ach, du Heimatland. Hallo! Na komm her. Hast du dir gedacht, Alter? Hast du dir gedacht? Verstehst du? So, und bevor wir weitergehen, würde ich sagen, ich mache hier bei dieser herrlichen hellen Umgebung hier, würde ich sagen, mache ich einen kleinen Cut. Ich würde sagen, müssen wir auf jeden Fall machen, weil bevor wir jetzt uns in das große Arcadia begeben und so. Da haben wir nämlich noch ein bisschen Zeit verbringen, denke ich mal, oder? Haben wir auf jeden Fall unsere Waffen noch ein bisschen aufgewertet. Das finde ich auf jeden Fall super, dass wir auf jeden Fall... Ich denke, das war die richtige Entscheidung. Gerade für die Big Daddies geben wir die ein bisschen schneller an. Verbrauchen wir nicht so viel Munition, wenn wir mehr Schaden machen. Und... Oh, ich habe total ein Kloß im Hals. Sorry. Und... Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen und einen Kommentar da. Wenn, wie gesagt, wenn euch irgendwas stört oder sowas, immer Nein klatschen, bin für alles offen. Und, ansonsten bleibt euch nicht weiter, übrig, als wieder einmal zu sagen, ein frohes Neues mit Plasmiden und der Kim und den Korn, euer Bachmut 1203. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.